Ich bin Ladina Bordoli und ich freue mich, dass ich heute hier bei Kulturtaf eine kleine Lesung halte zu meiner dreiteiligen Mandelli-Saga, die heuer beim Heine Verlag erschienen ist. Und starten möchte ich natürlich mit Band 1, wo der Titel hat «Das Fundament der Hoffnung». Und jeder von diesen Bänden hat auch noch so einen Leitslogan und den möchte ich euch auch kurz vorlesen, weil der die Kernthemen, die dann auch im Buch vorkommen, gerade am besten zusammenfasst. Und bei Band 1 ist das zwischen Hoffnung und Liebe, Freiheit und Tradition. Und zu diesen Themen möchte ich jetzt zwei kurze Leseabschnitte vorlesen. Also das ist das Buch. Und zwar ist das ein Abschnitt, wo die Hauptfigur Aurora von ihrer Mama getadelt wird für ihr eher wenig traditionelles Verhalten. Seit du diese seltsamen Sachen machst, Aurora, bin ich mir nicht mehr sicher, wer du bist. Du hast dich verändert. Kälte schwang in den Worten ihrer Mutter mit. Du weißt doch, warum ich das tue, oder? Mama. Aurora schielte hilfesuchend zu ihrem Vater hinüber. Ich möchte helfen. Ich versuche, die Zukunft unserer Familie zu retten. Wie in aller Welt kann man mir da ein unmoralisches Verhalten vorwerfen? Das verstehe ich nicht. Sie zwang sich, tief ein- und auszuatmen. Ihre Worte klangen selbst in ihren eigenen Ohren ungewöhnlich hysterisch. Emotionen stauten sich in ihrer Brust und wollten aus ihr herausbrechen. Doch sie konnte nicht einmal sagen, welche genau es waren. Du hast die Menschen, wie sie sind, noch nie verstanden, Aurora. Schon als kleines Mädchen nicht. Bereits damals hast du dich, gelinde ausgedrückt, seltsam verhalten. Stets musste ich mich vor den anderen Müttern rechtfertigen. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass es sich auswächst. Vor 2 Wochen sagte ich dir, dass die Leute dich zerstören würden, wenn du so weitermachst. Und nun haben sie genau damit begonnen. Mit diesen apokalyptischen Worten erhob sie sich. Lasst uns aufbrechen, sonst kommen wir zu spät zur Messe. Beim zweiten Abschnitt, wo ich möchte vorlesen, das ist einer von meinen Lieblingsabschnitte, wird das angeborene Talent von Aurora dargestellt. Und es ist auch das oder die innere Leidenschaft, die ihr im ganzen Buch immer wieder zum Verhängnis wird. An dieser Stelle da ist Aurora mit dem Mitarbeiter von ihrem Vater, dem Michele, gerade dran, um einen Natursteinmauer zu bauen. Nach einiger Zeit kehrte Michele mit der ersten Ladung Steine zurück und begann damit, die neue Natursteinmauer zu erstellen. Die Stirn in angestrengte Falten gelegt, klopfte er die unförmigen Brocken mit Handfäustel und Steinmetzwerkzeug in die passende Form. Schweiß lief ihm über die Stirn und durchnässte seinen Haaransatz, während seine Schläge gespenstisch durch den fortgeschrittenen Morgen hallten. Aurora beobachtete ihn verstohlen. Bisher hatte sie weder seine Technik noch seine Vorgehensweise in Frage gestellt und sich ihm in jeder Hinsicht fachlich untergeordnet. Doch jetzt sah sie, dass seiner Arbeit die Perfektion fehlte und seinem Auge der Sinn für Ästhetik. Er wählte unter den Steinen nicht den mit der optimalen Form für den entsprechenden Mauerabschnitt, sondern irgendeinen, der gar nicht in die entsprechende Lücke passte. Und wenn er ihn dann zurechtklopfte, fehlte ihm das Feingefühl. Der Fels brach an der falschen Stelle. Auch fühlte er die Steine nicht. Sie lagen vollkommen dissonant da und schmiegten sich nicht aneinander. Seine Mauer war keine Einheit. Keine stimmige Melodie, kein farblich abgestimmtes Gemälde, sondern ein ungeschicktes Flickwerk. Dann kommen wir zu Band 2, das Bauwerk der Sehnsucht. Auch das hat einen Leitslogan, den ich möchte als Leitthema vorlesen. Das heißt «Zwischen Heimweh und Sehnsucht, Fortschritt und Widerstand». Im ersten Abschnitt geht es genau um Fortschritt und Widerstand.
Die Hauptfigur Rosalba ist jetzt in der Schweiz angekommen, sie ist gelernte Maurerin und möchte sich da für eine Stelle bewerben. Und das ist gar nicht so einfach. Sie ist mit ihrer Cousine unterwegs und stellt sich jetzt vor. Mit einem Knirschen und Quietschen drehte sich der Angesprochene auf seinem schmutzigen Bürostuhl um und musterte sie von oben bis unten aus zusammengekniffenen Augen. Dabei machte er keine Anstalten, sich zu erheben. »Warum möchte sie unbedingt auf dem Bau arbeiten?«, fragte er schließlich. »Sie sieht nicht gerade aus wie jemand, der das körperlich überhaupt durchstehen würde. Wäre eine Anstellung als Putzfrau da nicht sinnvoller? Und warum reden Sie für sie? Spricht die Frau kein Deutsch oder was?« Er strich sich mit den schwieligen Fingern durch die fettigen Haarsträhnen, die er, um die Glatze zu kaschieren, von einem Ohr zum anderen gekämmt hatte. Der Pullover spannte sich über seinen Wohlstandsbauch und wies auf der Brust Flecken auf, die vermutlich vom Essen herrührten. »Rosalba ist gelernte Maurerin«, erklärte Armanda ruhig. »Obwohl sie aus Italien stammt, besitzt sie durchaus Grundkenntnisse in Deutsch. Sie hat bereits eine Saison bei meinem Vater Antonio Mandelli gearbeitet und ist in ihrer Heimat Mitinhaberin einer eigenen der Cink aus Grüsch? Ihr gehört zu ihm? Das hat Remo natürlich nicht erwähnt, als er mich angerufen und irgendwas von einer lernwilligen Hilfsarbeiterin erzählt hat.« Er grummelte irgendwas Unverständliches vor sich hin. Schließlich knurrte er: »Ich bin dem Jungen noch einen Gefallen schuldig. Also, von mir aus kann sie am Montag anfangen. 8 Franken die Stunde. Wir brauchen noch jemanden, der mir das Büro und die Werkstatt putzt.« Er griff nach seiner Zigarettenpackung und fischte eine Kippe heraus, die er umständlich anzündete. Armanda starrte ihn fassungslos an. »Meine Verwandte ist weder Hilfsarbeiterin noch Putzfrau, sondern gelernte Maurerin mit einem besonderen Talent für Natursteinmauerwerk. Hier ist ihr Lebenslauf.« Sie reichte ihm eines von Rosalbas Hand geschriebenen Blättern, das er mit einem Handwedeln von sich wies. Ein Hustenanfall schüttelte Herrn Gawietzel, als er an seinem Glimmstängel zog. Während er hummerrot anlief, presste er zwischen den Zähnen hervor: »Das sagen sie doch alle, diese Chinken. Am Ende muss man froh sein, wenn sie auf der Baustelle einen Besen von einer Schaufel unterscheiden können. Also, wie gesagt, als Putze kann ich sie einstellen, was anderes ist nicht drin.« Hustend und spuckend drehte er sich auf dem Stuhl um und wühlte in dem Blätterstapel vor ihm. Also man sieht, sie hat es nicht sehr einfach bei ihrem Start. Und trotzdem zeigt der nächste Abschnitt, dass hin und her gerissen ist zwischen Heimweh und Sehnsucht. Sie redet da jetzt mit ihrem Freund, dem Architekt Remo, in den hat sie sich verliebt. Und das Gespräch möchte ich jetzt kurz vorlesen. »Wir haben eine wunderschöne Zeit zusammen. Und ich kehre erst in 2 Monaten zurück nach Hause. Wir sollten dankbar dafür sein«, flüsterte Rosalba schließlich und schluckte leer. »Das klingt, als sähest du absolut keine gemeinsame Zukunft für uns.« Rosalba war sich nicht sicher, ob es eine Frage war oder eine enttäuschte Feststellung. Sie zuckte mit den Schultern und suchte Remos Blick. »Ich weiß selbst nicht, was ich denken soll. Es ist alles so verwirrend. Wenn wir zusammen sind, fühle ich mich zu Hause. Aber ich weiß, dass ich nicht hierher gehöre. Ich gehöre nach Argenio, nach Italien. Ich habe eine Heimat, eine Familie und ein Erbe. Wenn ich gehe, verletze ich andere Menschen. Und nicht nur das. Auch ich werde mein Zuhause vermissen, capisci?« Instinktiv griff sie sich an das Senkblei-Schmuckstück, das sie seit ihrem 10. Geburtstag beinahe pausenlos trug. Remo nickte und legte seine warme Hand auf ihre. »Ich verstehe dich, Liebes. Das mildert meinen Schmerz jedoch kein bisschen.« Rosalba strich ihm liebevoll über die Mange. »Meinen auch nicht, Remo. Ob ich hier bin oder dort, immer breche ich jemandem das Herz, auch mir selbst.« Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu Band 3. Da habe ich leider noch kein Print, das ich euch zeigen kann, aber immerhin schon mal das hübsche Cover.
Und der Titel ist «Das Haus des Schicksals». Die Leitthemen da sind zwischen Mut und Misstrauen, Schicksal und Zuversicht. Und da möchte ich jetzt auch noch mal zwei Abschnitte vorlesen. Beim ersten Abschnitt merkt man sehr, in welcher Situation sich die Eleonora, die Hauptdarstellerin von Band 3, befindet. Und das ist auch so ein bisschen das zwischen Mut und Misstrauen, wo in ihr aufflackert. Aber am besten lese ich es einfach vor und dann sehen wir es selber. Als sie sich endlich in ihr weiß lackiertes Holzbett mit den blütenweißen Laken legte und das Licht löschte, starrte sie trotzdem noch mehr als eine Stunde lang mit weit aufgesperrten Augen an die Zimmerdecke. Wo sollte sie ihre Mitarbeiter in absehbarer Zeit hinsenden, wenn nicht bald neue Aufträge ins Haus flatterten? Wer bezahlte all die Rechnungen? War es tatsächlich ihr beschämendes Schicksal, das Erbe der Mandellis in den Sand zu setzen? Sollte sie zur Schande für eine ganze Familiendynastie werden? Voller Stolz hatte Mama ihr Ende des Jahres, nach Beendigung der Weiterbildung zur Bauführerin, die Geschicke ihres Lebenswerks übergeben, wohlwissend, dass die Lage angespannt war. So schlimm wie jetzt gerade war es allerdings noch nie gewesen. Wenn Eleonora versagte, war sie nicht nur für sich selbst eine große Enttäuschung, sondern auch für ihre Nora und ihre Mutter Rosalba, die dem Erbe der Mandellis ihr gesamtes Leben gewidmet hatten. Sie musste sich etwas einfallen lassen, hatte jedoch keine Ahnung, was. Von Papa konnte Eleonora auch keine Hilfe mehr erwarten. Tränen rannen ihr bei dem Gedanken daran über die Wangen. Früher waren er und Mama zusammen mit Padrino Federico ein unschlagbares Team gewesen. Wunderschön anzusehen, kreativ, provokativ und dem Rest der Welt stets einen Schritt voraus. Gemeinsam hatten sie die verrücktesten Dinge erschaffen, bis weit in die Nacht über ihre Visionen diskutiert und so mancher von ihnen physisch Gestalt verliehen. Doch all das war vorbei. Eleonoras Herz blutete. In der kindlichen Wahrnehmung waren alle Eltern perfekt, stolz und unbesiegbar. Doch irgendwann erkannte man, dass sie auch nur Menschen waren, dass sie älter wurden, an Gebrechen litten, mit der Welt nicht mehr zurechtkamen. Das war der Moment, in dem man selbst nach Stärke in seinem Inneren suchen musste, denn die Götter der Kindheit hatten ausgedient. Irgendwann fiel Eleonora endlich in einen unruhigen Schlaf, voll stürmischer Träume. Also man merkt, das Erbe, das sie übernommen hat von ihren zwei Vorfahrinnen, ist eine schwierige Aufgabe. Aber es ist nicht nur Schicksal, sondern es wird irgendwann auch wieder Zuversicht geben. Und eine meiner Lieblingsstellen, wo so der Keimling für die Zuversicht, die dann später im Buch für dich kommt, auftaucht, ist die, die ich jetzt vorlese. Und da kommt auch noch mal eine Person vor, die wir schon seit Band 1 kennen, was das Ganze dann auch noch hübsch abrundet. «Weißt du, Kind», begrüßte Nonno Lorenzo sie nachdenklich, «das Leben kann so schnell zu Ende sein. Manche Herzen hören plötzlich auf zu schlagen. Du solltest deine Zeit wirklich nicht damit verschwenden, Dinge zu bauen, die dir selbst nicht gefallen. Ich habe keine andere Wahl.» Die Worte klangen harscher, als sie beabsichtigt hatte. Das Schicksal bietet immer Alternativen und Chancen, Eleonora.» Nonno Lorenzo sah sie liebevoll an. «Dazu müsstest du ihm allerdings gelegentlich die Tür öffnen oder hinaus in den wunderschönen Garten des Lebens gehen. Er mag etwas verwildert sein, aber durchaus interessant.» Mit zusammengepressten Lippen fuhr Eleonora los. Sie wollte sich mit ihrem Nonno nicht streiten. Er war über 80, hatte sein ganzes Leben als Anwalt gearbeitet und von der heutigen Welt keine Ahnung. Offenbar war er außerdem ein wenig verwirrt bei all den seltsamen Fragen und unrealistischen Antworten, die er heute von sich gab. Und er war noch nicht fertig. «Was ist eigentlich mit der Liebe?», fragte er jetzt.
Wie kann eine Firma dein Leben sein? Eher sollte es umgekehrt sein. Das Dasein mit all seinen Facetten sollte dich beruflich inspirieren. Nonno, glaub mir, das habe ich alles schon durchgespielt. Bei der momentan angespannten Lage fehlt mir wirklich der Sinn für solche Oberflächlichkeiten. Ich arbeite hart, um mich als würdige Nachfolgerin zu erweisen. Wenn ich mich ablenken lasse, endet das in einer Tragödie. Bei den letzten Worten hatte sie immer lauter gesprochen und sogar mit der flachen Hand aufs Lenkrad geschlagen. Solch seltsame Diskussionen hatte sie mit Nonno Lorenzo noch nie geführt. Es machte geradezu den Anschein, als sei er bewusst hergekommen, um sie aus der Reserve zu locken und zu beleidigen. «Wunderbar! Ich mag Tragödien. Sie sind die Vorstufe der Veränderung», erklärte er mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen.